Max, du sprichst die Raketenangriffe bereits an und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die Strategie dahinter? Ist das jetzt der Beginn der sogenannten Frühjahrsoffensive seitens der Russen oder wie interpretiert man in der Ukraine und gerade in Kiew bei dir im Regierungsviertel diese Anschläge? Das ist möglicherweise, und da spekuliere ich jetzt tatsächlich auch, weil es dazu noch keine offizielle Reaktion gibt, aber möglicherweise eine Reaktion darauf, dass gestern NATO-General Jens Stoltenberg verkündet hat, dass ein Großteil der Panzer und der gepanzerten Fahrzeuge, die die westlichen Verbündeten versprochen haben, inzwischen in der Ukraine angekommen sind. Das bedeutet auch aus Sicht der NATO, dass die Ukraine jetzt befähigt ist, diese Frühjahrsoffensive zu starten. Und das könnte jetzt eine Reaktion der Russen darauf sein, dass die sagen, ihr wollt eine Frühjahrsoffensive planen und wir zeigen euch mit Raketenterror auf das ganze Land, dass wir darauf eine Antwort haben. Im ganzen Land gab es flächendeckend Luftalarm, auch hier in Kiew haben wir das gestern Nacht gehört und neben dem Einschlag in Uman ist auch noch ein Wohnhaus in Dnipro getroffen worden, dort eine Mutter und ihr zweijähriges Kind ums Leben gekommen, also das doch ein massives Zeichen der Russen, die hier einmal mehr gezeigt haben, dass sie sich von der Zerstörung oder dass sie bereit sind, Zerstörung über das Land zu bringen und die Ukraine muss jetzt hier einen Tag der Trauer erleben. Max, danke schön. Du wirst uns auf dem Laufenden halten über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine.